Ach, wie herrlich ist das! Hallo, herzlich willkommen in Rungstedlund, mitten in Dänemark, mitten in Dänemark. Nun ja, nein. Ihr seht, wir sind hier in einem nicht ganz so winzigen Hafen und wenn man durch all die Schiffe durchguckt und an den Masten vorbeischaut, sieht man hinten schon Schweden. Das heißt, vor uns liegt eigentlich ganz viel Wasser. Ja, da wollen wir aber heute gar nicht hin. Es ist nur noch relativ früh und ich wollte ein bisschen das hier noch genießen, die Szenerie am Wasser, bevor ich die Straße kreuze und auf der anderen Seite ins Karen-Blixen-Museum gehe. Ich dachte, heute gibt's mal Kultur vom Feinsten. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Da geht's hin, wenn's um 11 ist, und bis dahin genieße ich jetzt hier erstmal noch die letzten wirklich schönen warmen Sonnenstrahlen diesen Jahres. Das Museum selbst ist ein wunderschönes altes Haus. Ich fange euch mal ein paar Bilder ein und man bekommt unglaublich viele Infos zu Karen-Blixen. Während das Museum natürlich ziemlich klein ist, weil die Familie war so reich dann auch wieder nicht, dass sie sich hätte ein Schloss leisten können, aber der Park, der dahinter ist, der ist dafür umso schöner, umso größer und hier kann man sicherlich die ein oder andere Stunde verbringen, wenn man nicht nur einfach einmal durchrennt. Denn es gibt hier Dutzende verschiedene Vogelarten zu entdecken. Also, lasst uns mal, ja, auf die Suche gehen. Ich höre sie schon piepen und zwitschern, obwohl so langsam der September sich dem Ende zuneigt. Und das Gebiet hier gehörte wirklich der Familie und war im Prinzip, ja, ein Bauernhof, wenn man so will. Das heißt, die hatten viele Mitarbeiter, viele Angestellte in der damaligen Sicht. Und ja, die ein oder anderen Tiere findet man hier heute noch. Ruckzuck und ich bin heiß umlagert von mehreren Kühen. Ah ja, guck mal. Oh, nee, ich hab nichts zu futtern. Du darfst mal an mir schnuffeln? Ja, nee. Also, wenn du mich zum Fressen gern hast, ist das in Ordnung, aber aufgefressen werde ich heute hier nicht. Nee. Oh, ich wette, ihr habt's hier doch ganz gut, hm? Ihr werdet bestimmt nicht aufgegessen am Ende des Tages. Ja. Also ich höre definitiv 5 oder 6 verschiedene Vogelarten um mich herum an ihrem Jeepen. Ah, Teile des Parks sind ein bisschen wild gestaltet. Andere Teile haben hier offensichtlich einen richtig akkurat angelegten Garten. Sehr schön. Gefällt mir die Abwechslung. Und was ich bis gerade eben auch nicht wusste, ich bin gerade hier über etwas gestolpert und dachte, nee, kann nicht sein. Doch. Auch das Grab von Karen Blixen ist hier auf ihrem Grund und Boden und an einer Stelle, wo ich sage, wow, das ist ein geniales Grab. Unter so einem Baum möchte man doch begraben werden.
Aber das Wetter ist heute auch einfach herrlich und ich hoffe, ich kann euch dann so quasi ein paar warme Sonnenstrahlen aus Dänemark zuschicken auf diese Weise. Wenn es bei uns schon kalt und grau ist, gibt's hier halt nochmal so einen richtig schönen Tag. Nach einem kleinen Spaziergang durch diesen wunderschönen Park bin ich jetzt am Museum wieder angekommen. Und was sich hier auf jeden Fall auch lohnen soll, ist das kleine Café im Museum. Das soll wirklich lecker sein und kaum hatte das Museum um 11 aufgemacht, füllte sich nicht nur das Museum, sondern sofort auch das Café. Von daher würde ich jetzt einfach sagen, ich probiere das auch noch aus, wenn ich schon mal hier bin, dann sollte ich mir nichts entgehen lassen und mal schauen, wie das schmeckt. Ansonsten verabschiede ich mich schon mal für heute von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal mitgenommen zu werden, mal was anderes zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!